Aber ich habe sie fixiert, ne? Ich probiere die jetzt. Ich weiß nicht, ob man die einfach mal so gezähmt kriegt, weil wir es sind. Da ist noch eine Spinne, Alter. Jetzt musst du flitzen. Das wollte ich probieren. Ah, wie er sich aufbäumt. Mein Freund, wie du dich aufbäumst. So, ich denke mal, dass das hier rein muss, oder? Ah, nee, das muss dann hier rein. Ja, da ist er, Leute. Der Fünfer oder Vierer. Unser erster Parasaurier wird das jetzt sein. Servus, meine Lieben. Willkommen zurück zu der gemütlichen Runde Ark mit Voucher und mit dem Alderle. Ihr seht, wir sind immer noch an Ort und Stelle. Höchstens 10 Meter ist er gerannt, bevor die Aufnahme hier wieder losgegangen ist. Wir haben kein Wasser mehr, wir werden langsam hungrig. Wir rennen hier vor Spinnen weg. Ich war da wohl ein bisschen zu mutig davon an dem Eck, Leute. Aus dem Grund geht es jetzt erstmal zurück. Wir müssen uns frisch auftanken. Ich räume jetzt gleich mal die Materialien aus. Und dann gehen wir wirklich gezielt los und schnappen uns ein Para-Level 8. Und wenn der Level 8er irgendwann einen findet, der höher ist, dann tauschen wir die Tiere einfach mal aus, würde ich sagen. Sonst komme ich nie an den Parasaurier. Aus dem Grund jetzt eine ganz kurze Reise nach Hause. Herrichten einigermaßen. Zeugs entladen. Wir müssen auch mal dieses Display-Ding probieren, das wir gestern gefunden haben. Und vor allem aber, wenn ich mich so anschaue hier, gucken, dass wir das in irgendeiner Form überleben jetzt. Der Brunnen ist da vorne, das sollte Alderle eigentlich schaffen. Ich haue ihm mal ein bisschen Fleisch rein. Nee, das ist nicht Fleisch. Jetzt habe ich mit dem Schaber tatsächlich, da hinten ist eine Exploration-Note, Leute. Oder was auch immer. Note. Jetzt nicht hier runterfliegen, sonst bist du tot, ne? Du hast eh schon fast nichts mehr, Alter. Ich guck, dass ich... Hier müsste ich es eigentlich überleben. Wenn nicht, ist es, glaube ich, schneller. Ich laufe tot runter und hol mein Zeugs. Boah, Leute, der geht mal bald drauf, der arme Kerl. Es ist heiß. Wasser hat er keins mehr, das weiß ich. Aber er ist auch noch betäubt, sehe ich gerade. Das ist halt durch den Knochenbruch wahrscheinlich und durch diesen Betäubungsding, ne? So, Leute, halten wir durch. Schaffen wir es bis zum Brunnen. Der ist nicht weit. Einmal getrunken, dann wird er sich erholen wie ein kleiner Gott. Ey, das ist ja super interessant. Jetzt bin ich gespannt mit dem Display. Wir gehen gleich nach Hause und gucken uns das mal an, ne? Weil wir haben ja diesen Schrein aufgebaut. Das müsste ja normal gehen, dass ich es da reinlege und ich habe dann vielleicht ein Hologramm oder so. Wäre natürlich total cool. So, jetzt halten wir aber erstmal die Stellung. Ein bisschen Leben ist noch dran. Das müsste eigentlich reichen. Alterle. Oder bist du überladen und ist deswegen so langsam? Kurz vorm Brunnenbohrer. So, Leute. Hier, wo er stöhnt und schreit. Jetzt hat er getrunken erst. Da vorne ging es nicht. Jetzt hat er alles voll. Irgendwie habe ich das Gefühl, er regeneriert sich gerade gar nicht. Doch, ganz langsam geht es jetzt hoch. Zieh das mal aus, hier ist es sowieso heiß. Mach die andere Flasche noch voll gleich, würde ich sagen. Ihr hobt sein Herzschlag kehrt. Wo ist denn die? Da. So, meine Lieben. Jetzt ist die Frage, ja, ist unser Brunnen. Dann gehen wir kurz nach oben auslagern. Ich nehme jetzt nichts raus aus dem Inventar. Wir laufen jetzt langsam kurz hoch. Bringen das Zeug hoch. Guck mal, da ist ein Kombi. Weißt du, was das heißt? Der könnte uns jetzt eventuell das gar ausmachen hier. Das ist so eine typische Ark-Aktion gerade für mich, wenn du mich fragst. Du denkst, es kann nicht mehr passieren und die schicken dir ein Kombi. So, Alter, das musste jetzt einfach sein, weil du kannst ja mit einem bis auch 10 Leben abziehen, ne? Und dann ist es vorbei mit uns. Lass es das Fleisch, du kannst eh schon fast nicht mehr laufen. Leute, mir macht es voll Spaß, mit dem Bogen zu spielen. Ich habe ja irgendwann plötzlich die Armbrust, ne? Weil die ja effektiver ist und alles. Und seitdem habe ich ja nichts mehr gemacht mit den Waffen. Ich möchte echt gucken, dass wir ein bisschen so einen guten Bogen irgendwann finden. Dann richtig gute Munition. Ich habe voll Bock auf ein bisschen Jagd und so. Das macht so Laune. Hast du unsere Basis gefunden? Kann ich da einen Witz sagen, Alter. Es ist gar nicht unsere Basis. Und es wird nie unsere Basis sein. So, weiter geht's. Alter Schwede, machst was mit. Was eine Tour gestern, oder? Hier, wir sind gut rumgekommen, Leute. Aber gezähmt habe ich nichts, weil ich schon wieder nicht zugegriffen habe, als ich mal was gefunden habe. Muss heute anders laufen. Ich baue jetzt einen Parasattel, den können wir ja dann umtauschen. Dann lass mal den Kleinen halt hinter uns herrennen, wenn wir einen größeren finden, ne? Hier gucke ich immer hoch, weil dann noch eine Spinne dazukommen könnte irgendwann. Meine Freunde, er ist da. Äffchen, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ich habe bestimmt was für dich dabei. Zum Beispiel Beeren und Kartoffelsamen. Und das kriegst du auch, das Verdorbene. Du hebst die Sachen auf, die wir so brauchen. Du könntest eigentlich auch die KK aufheben, falls ich jemals einen Dünger irgendwann aufbaue, dann bist du gefragt. So, und mein Freund hier,
Du hast die besonderen Sachen gehabt. Dann guck mal, jetzt haben wir schon 10 Elektronik. Wahnsinn. Und den sollte ich auch jetzt hier nochmal ein bisschen Leben drauf. Dann haben wir die Geschichte hier. Das wollte ich probieren. Ah, wie er sich aufbäumt. Mein Freund, wie du dich aufbäumst. So, ich denke mal, dass das hier rein muss, oder? Ah, nee, das muss dann hier rein. Sattel, Kostüm. Ja, guck mal, Leute. Okay. Inventar öffnen, PIN-Code festlegen, Abreise, Previous Pose, Next Pose. Ja, wie geil! Oh, sowas mag ich! Oh, sowas mag ich, Leute! Wie cool ist das denn bitte? Alterle, das ist jetzt, das ist neu, was du da machst. Das kenne ich nicht, wollte eigentlich so. Oh, ist das cool! Leute, das ist ja richtig geilomat. Oder? Oh, das finde ich schön. Ich sehe schon, wie ich mir hier nicht nur eine kleine Stadt, nicht eine Stadt aufbaue, wie ich mir hier eine Base aufbaue, sondern vielleicht auch noch so ein kleines Museum. Das ist ja cool und du kannst dem bestimmt hier noch einen Sattel anziehen, ein Kostüm und da hast du deine eigene kleine Ding. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut, Leute. Alter, gefällt mir das. Reparieren. Oder wie ich immer sage, Reparage. Reparieren. Und... Rapper Pepperian. Oh, das ist eine coole Geschichte. Das gefällt mir recht gut, Leute. Sowas mag ich. Und die ist gar nicht so klein, ne? Oh, da können wir uns... Oh, da bauen wir uns was. Jetzt brauche ich aber erstmal ein Viechle und einen Platz, wo wir bauen. Das ist mal ganz wichtig. Ah, da unten sind jetzt langsam andere Tiere. So langsam kommt das Spiel an. Ja, ja, ihr wisst es immer besser. Das habe ich auch schon gespürt. So, meine Lieben, weiter geht's. Habe ich euch begrüßt? Ich bin mir nicht so sicher, weil ich ja gerade vorhin am Wegrennen war noch. Ich glaube aber ja, wenn nicht nochmal hier an der Stelle ein kleines Servusle. Denkt ihr dran, Leute, ist die letzte Folge um 20 Uhr heute. Wer die Folgen gleich anschaut, wenn sie geladen werden. Morgen kommen dann ganz normal Ragnarok und Extinction auf dem 17 Uhr Slot. Zusatzfolgen um 20 Uhr, ne? Also wenn ihr morgen um 20 Uhr eine Folge seht, dann war es eine zusätzliche. Was ich aber heute noch nicht sagen kann, weil meine Aufnahme... Sessions momentan so ein bisschen durcheinander sind. So ein neues Projekt mal geschwind reinnehmen, kommt schon ab und zu alles ein bisschen durcheinander, ne? So Leute, was können wir denn hier lassen? Ich würde sagen, das Chitin lasse ich hier. Ich würde gerne, dass du aufs Chitin aufpasst. Kriegst du das hin? Er sagt ja. Er sagt ja, die anderen Sachen nehme ich mit. Hier die ganzen Dinger, falls du es tragen kannst, darfst du es tragen. Ist dann dein Bier. Das da brauchen wir auf keinen Fall. Das Scrap-Zeug, das wollte ich eigentlich in den Besonderen machen hier. Das wäre dann Erm. Das Ihmchen. Kristalle darfst Auto tragen. Die brauchen wir nämlich vorläufig erstmal nicht. Kaka war eigentlich der Affe. Und schon hast du Sachen zum Sortieren. Also es hat schon einen ganz gehörigen Loot-Anteil, das Spiel. So, die Fackeln. Ich würde sagen, da werden wir uns mal einig sein, dass eine reicht. So wenig, wie du hier Fackeln brauchst. Wieso hast denn du das jetzt nicht mehr getragen? Ist dem das schon zu schwer hier? Bist du schon ausgelastet, Alter? Offensichtlich. Dann gib mir mal den Stein rüber. Den brauchst du nicht tragen. Und nimm mir lieber die besonderen Dinge ab. Lum, lilum, lum, lum, lilum, lilum, lum. Sag mal, Skillpunkte haben wir ja vergeben, ne? Aber die Engrampunkte nicht. Ich kann ja mal gucken. Vielleicht gibt's ja hier. Parasaurier-Sattel. Ich klicke ihn jetzt frei aus dem einfachen Grund, Leute, weil ich den Parasaurier zähmen will. Dann sind wir da schon mal sicher. Carbonemis, Schildkröte haben wir keinen Bock, das wissen wir. Dann geht's hier runter. Ich die brauchen wir jetzt auch nicht. Kriegstrommel brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Pachi, wenn wir einen finden, würde ich auch einen Pachi nehmen. Lederrüstung im Moment erstmal noch nicht. Kompostbin ist soweit klar. Holzfloß. Habe jetzt noch nicht viel Platz hier. Doch der kleine See, da könnte man Floß bauen. Ich könnte einen großen Schrank basteln. Im Moment freiklicken muss ich den sowieso. Level 17 geht es dann hier weiter mit den ersten Steinelementen, denke ich mal bald, oder? Parasauria. So. Alles klar, der Rest wird jetzt erstmal irgendwie verladen. Wie sieht es denn gewichtstechnisch aus mit uns? Ich will jetzt echt los, Leute. Boah, wir sind halt noch knallevoll, ne? Die Steine, kannst du die Steine darüber packen? Nee, natürlich nicht. Die Hälfte auch nicht. Dann mach hier so von den Überzügen ein paar weg. Nimm die einen mit, falls wir ein paar gleich finden. Mach das Eisen, den Stein hier rein. Schnapp dir aber ein paar Zehmsteine, würde ich sagen. Ansonsten können wir eigentlich alles hier lassen, Leute. Wir haben noch Bolas. Zwei Stück. Ich müsste Bolas bauen. Also mindestens mal 3, 4. Wobei ich schon gerne mehr hätte. Fasern. Die kannst du rüberlegen.
So, dann bin ich bola-mäßig zufrieden. Speere haben wir auch noch eine Handvoll. Das reicht normalerweise. Steinpfeile. Vielleicht sollte man da noch ein paar herstellen. Wie viel könntest du? 14. Ansonsten liegt es am Feuerstein. So, Leute. Dann bin ich eigentlich zufrieden soweit. Wir haben was zum Zähmen dabei. Was ich noch mitnehmen sollte, bevor wir jetzt aufbrechen, sind ein paar Beeren. Den hast du normalerweise im Bärenvorrat. Gib mir mal 50 rüber. So, seid ihr bereit, Leute? Nächste Runde Parasaurier zähmen. Dieses Mal schnappen wir uns einen. Wir könnten aber mal kurz gucken. Was war das jetzt für ein Pfiff? Wieso habe ich jetzt gepfiffen? Bin ich daneben geraten. Parasaurier-Sattel ist gebaut. Jetzt müssen wir nur noch einen schönen finden. Und da sind wir uns, glaube ich, einig gewesen, dass da vorne zwei waren, Level 8 und 4. Wir sollten aber nochmal da vorne zumindest ein bisschen gucken. Wir haben ja noch gerade einen Brocken Zeit, haben wir noch, Leute. So, noch einmal Gewicht. Sind wir schon mal bei 200. Das ist gar nicht schlecht. 17 kamen neue Engramme dazu. Und zwar die ersten kleinen Steingattenteile. Und dann geht es hier dann weiter. Und dann ist es auch genau richtig für die erste Basisversion. Ne? So, Leute. Wasser hole ich nochmal. Ganz, ganz viel Wasser, dass wir die zwei Beutel voll haben. Und dann zischen wir nochmal durch. Es muss doch hier möglich sein. Auch was wir aber auch machen könnten. Wir laufen nochmal dahintere, wo wir die Spinne gestern gesehen haben, weil, oder den Skorpion, denn da spawnen ja auch Tiere nach. Vielleicht ist ein Parasaurier gespawnt, Level 50er oder so, das wäre natürlich eine Geschichte. So, denkt dran, hier gibt es immer noch Ameisen. Was eine Story hier mit den Ameisen. So, pass auf. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum das nicht geht hier. Machen wir erstmal den hier. Den kann ich so vollladen. Und dann machen wir hier die 8. Jetzt trinkt er auch wieder, so wie ich es kenne. So, Alterle. Du hast Beeren, du hast Fleisch, du hast Bolas, du hast alles, um jetzt Erfolg zu haben. Mach die Schaber weg, den brauchst du ja nicht wirklich. Und hol die Bolas raus und bereite dich innerlich vor, den Speer zu zücken. So, komm, dann laufen wir nochmal hin, Leute. Ich richte mich gerade mal ein bisschen auf, bevor man das Kreuz abbricht. Herrlich, herrlich. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Stütze. Also ein Stützpunkt, keine Stütze. Stütze brauchen wir nicht. Hallo, die habe ich ein Ei geklaut. Ist schon eine Weile her. Nur für den Fall. Da oben können wir auch kurz rausgucken. Da gucken wir jetzt kurz raus, Leute. Ich möchte einfach den Achter nicht unbedingt zähmen. Sonst habe ich in zwei Tagen das Problem, dass ich einen neuen brauche. Hier laufen wir jetzt mal hoch. Da klimmt aber schon die Umgebung hier. Siehst du, dass wir die leicht flackert? 35 Grad ist nicht dem Alter der Temperatur. Die Bäume, die schreien schon gerade dazu, den Speer rauszuholen, Digga. Okay. Keine Spinnen, keine Skorpione. Nur die Einöde. Die Einöde, die dich von innen verschlingt. Und eine korruptete Schnecke, oder? Ich hoffe nicht, dass die korruptet ist. Es wäre voll übel, wenn die jetzt plötzlich Faustschläge austeilt oder so. So, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Sobald das Brennzeichen kommt, drehe ich halt wieder rum. Ich weiß nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber es ist größer als der Alterle. Wobei das ja keine Kunst ist. Da hinten ist der Rex. Da ist so eins. Das könnte ein Elementar sein, der Steinbogen hier. Okay, ab hier brennt er, Leute. Was ist denn das da vorne? Guck mal die Made an, Leute. Ist das so ein Gasback? Habe ich gelesen. Ja, wir brauchen hier andere Rüstung. Wir sterben hier sonst. Geh wieder zurück in Schatten, Digga. Oh, die sehen ja geil aus. Die sehen ja geil aus. Wie die Mini-Brain-Bugs. Au, geil. Sowas brauche ich auch. So einen brauchen wir, Leute. Okay, okay. Ich verstehe schon. Wir müssen erstmal noch hier eine Weile bleiben. An Chitin zu kommen ist ja jetzt nicht das Problem hier. Das werden wir hinkriegen. Und dann können wir uns da auch eine Rüstung basteln, die uns ein bisschen isoliert. Und dann geht's da raus. Irgendwann. So, du musst runter. Alter, wie mich das reizt, in diesen Outlands da draußen rumzustreifen. Jetzt ist der Hammer. Am liebsten mit dem Bogen. So, ich brauche jetzt ein Parasaurier oder eine Spinne. Hä? Habe ich gerade eine Spinne gesagt? Wieso sage ich Spinne und da kommt eine? Da ist sie. Aber ich habe sie fixiert, ne? Ich probiere die jetzt. Ich weiß nicht, ob man die einfach mal so gezähmt kriegt, weil wir es sind. Da ist noch eine Spinne, Alter. Jetzt musst du flitzen. Alter, ist da was los? Ist da was los?
abhängen. Wenn du Glück hast, entkommst du, aber nur wenn du Glück hast. Ich guck mal nach hinten. Wie er rennt mit seiner Steinschleuder, mit seiner Fluppe. Hahaha. Dickerle, hier gibt's nur auf die Nuss, hast du schon mal gemerkt. Was? Da war Äffle, Äffle sind wurscht. Trink was. Renn hier hoch. Kommt die mit? Also wenn es zwei Spinnen sind, ist mir das schon ein ganz kleines bisschen zu sedil gerade. Das Äffle fließt jetzt auch hier rum. Geile Geschichte. Woo! Alter Schwede. Alter Schwedele. Jetzt sag mal, gibt es hier irgendwas, wo man futtern kann, dass es eine Weile hebt? Es ist ja echt übel. Es ist echt eine üble Geschichte, wie schnell man hier drauf geht. An Nichtigkeiten bis jetzt, muss ich sagen. Ne? In die Outlands brauchst du ja gar nicht, weil du da sofort Geschichte bist. 2 Meter draußen rumgelaufen, verbrannt. Brrr. Die verderbten Viecher machen mir jetzt Laune. Vor allem diese Dinger, wo man da aufstellen kann, diese Museums. Hier waren doch immer die Ameisentypen, oder? Ich renne da jetzt durch. Kein Bock jetzt auf den Kampf mit denen. Die werden wir noch holen, wenn wir Chitin brauchen. So, mein Mäusle, jetzt guck mal, ob du diesen alten Para wieder findest. Wir hatten nämlich mal einen, der war Level 20. Und um den wäre ich jetzt wirklich, wirklich dankbar. Ich würde den auch beschützen wollen. Wenn wir den kriegen. Sobald ich 10 Pfeile habe, holen wir uns halt irgendwas Starkes für die Touren. Und dann bleibt er daheim. Drohnebohne? Die Drohnebohne, die uns nichts ab kann. Ich sehe hier leider nichts, Leute. An Tieren gerade. Ja, wenigstens haben wir es versucht und haben nicht gleich das Erstbeste genommen. Auch wenn wir jetzt das Erstbeste am Ende nehmen müssen. Weißt du, der Versuch ist ja auch immer so ein bisschen, was zählt. So. Ja, wir können ja mal da oben runterspähen. Es kostet halt jedes Mal einen Haufen Wasser, wenn du 2 Meter rennst. So, hier haben wir mehr oder weniger die Ankylosaurier-Ecke gehabt. Deshalb weiß ich noch. Den Raptor habe ich auch nie wieder gesehen. Nach dem würde ich schon gerne nochmal schauen, Leute. So, wenn ich jetzt hier so runterspähe, Trikes. Da hinten läuft irgendwas Größeres, glaube ich. Flieg mal hier nicht runter. Der Tapichara. Es wird auch noch interessant. Ach so, siehst du, aber ich kann eh nicht fliegen ohne Sattel. Bevor wir nicht in Sattelreichweite sind, glaube ich, brauchen wir uns da gar nicht länger bemühen. Okay. Jetzt schauen wir hier nochmal eben rum. Was haben wir denn da vorne? Das sieht auch so aus, als ob ich das looten könnte. Oder ist das nur ein altes Stück Stein? Das ist ein altes Stückchen von der Stadt, guck mal. Was fehlt dir? Junge, Junge, du verbrauchst hier Sach. Ah, hier ist das Wasser, da könnte ich eventuell runterhüpfen. Ey, da unten ist so ein Ichthysaurier, Leute. Nicht Ichthy, Iguanodon. Sollen wir mal ganz kurz gucken, was ich für den bräuchte? Vielleicht können wir den ja machen. Ich schau mal, weil Zeit hätten wir jetzt noch. Vielleicht kriegen wir ja den. Iguanodon. Okay, wir bräuchten... Mechobären würde gehen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie das ist, wenn ich den mit der Steinschleuder mache. Ob ich da Gefahr laufe, den schneller zu töten als zu zähmen. Ist der eigentlich von Bolas? Den kannst du mit der Bola fixieren. Soweit habe ich jetzt auch schon mal geguckt. Das geht. Jetzt ist die Frage... Ich fixiere den und dann nehmen wir die Steinschleuder. Wie oft musste ich denn da draufhauen, so im Schnitt? Einfach mal das Verhältnis, weißt du? Kopftreffer hat er. Aber mit dem Knüppel angeblich nicht viel mehr. Das probieren wir jetzt. Habe ich die Bären dabei? Bären habe ich dabei. Ich finde aber auch Bären unten. Dann versuche ich jetzt hier in den See zu hupfen. Von dort aus gehen wir rüber und dann versuche ich den Iguanodon mir zu zähmen, Leute. Also wenn ich mit Anlauf da reinhüpfe, müsste das theoretisch gut gehen. Ich glaube, da drüben ist ein besserer Absprungpunkt. Das Tolle ist immer, wenn ich theoretisch sage, Leute. Nee, das lauf außen rum, Alter. Du hast zu kurze Füße. Ja, so ein Parasaurier wäre trotzdem eine Geschichte gewesen, weißt du? Ach so, ich habe ja den Sattel gar nicht, ne? Wann kommt denn der Iguanodon-Sattel? Ich vergesse das jedes Mal, dass wir kein volles Level haben hier. Iguana. Mit Level 30. Nee, das kannst du vergessen. Das dauert zu lang. Als Begleiter ja, aber dann können wir uns als Begleiter können wir uns alles zähmen, Leute, ne? Also gut, jetzt gebe ich auf. Ich nehme jetzt den nächsten Para, der kommt, außer das ist der Vierer. Ich weiß nicht, warum ich mich so gegen den Achter gesträubt habe. Weil er halt klein ist und schnell tot sein wird, ne?
So. Pass eh mal auf, passe mal auf. Wer ist da hinten? Wer ist denn da hinten? Ein Stego? Noch ein Stego? Hat der Stego da hinten gerade ein Ei fallen lassen? Ne, ist ein Kristall. Wir wollen jetzt aber die Stegos auch nicht hier. Guck mal. Ein paar Meter gerannt, ne? Ein paar Meter gerannt, Leute. Und jetzt habe ich die zwei Lederbeutel schon wieder leer getrunken. Ich renne jetzt nicht mehr. Jetzt probieren wir es mal ohne Rennen. So. Stegos, alles fit bei euch. Paraxen, dann sagt mir bitte wo. Unten am See könnte man Wasser schöpfen, aber da gibt es keine Parasaurier. Jetzt gucke ich hier noch einmal ums Eck, Leute. Und dann holen wir den Achter. Dann holen wir den Achter. Ist ja nur, dass ich ein bisschen den Stadtkern mal erkunden kann. Der kann ja dann zu Hause bleiben später und Kibbel oder was weiß ich machen. Da ist so ein Moshop und war hier nicht gestern irgendwie ameisentechnisch wieder Action? Bis jetzt sehe ich keine. Da hinten ist Kristalle. Da haben wir Flugtiere. Jetzt sehe ich noch nicht mal mehr den Achterpaarer. Der ist bestimmt auch schon tot. Der war hier irgendwo, Leute, oder? Haben wir da hinten ums Eck geguckt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir was Cooles finden, wenn ich nur weit genug gucke. Irgendwas, was es zu unserem Tier macht. Irgendwas, was eine Geschichte haben wird. Ihr wisst, was ich meine. Wow, sehr, sehr spannend. Hier haben wir die zwei. Da ist bis jetzt auch noch keine Action. Ich bin auch schon mittlerweile ein bisschen verwundert, dass wir teilweise auch schon manchen Dingen entkommen sind. Da will ich auch hochgucken gleich noch zu dem Wasserfall. Hier in diesem schattigen Ding ist doch schon wieder klar, dass da jeden Moment eine Spinne kommt oder sowas, ne? Dann wäre ich gut beraten, ich packe die Bola schon mal an, Mann. Aber bis ich da reinsteche. Ey, das ist eine riesen City, Leute. Guck mal, da ist immer noch Gebäude. Da sind immer noch Gebäude. Da ist schon eine Spinne, siehst du? Wo man denkt. Ich weiß nicht. Ob die nicht einen kleinen Mensch lieber fressen wird? Ja, der Peterle fliegt doch weg. Geht die jetzt auf den Ankylosaurier? Das wäre echt super. Ja, greif ihn an. Super. Dann hauen wir ab. So, Leute. Es kann natürlich auch sein, dass hier noch mehr als eine Spinne rumkrackelt. Jetzt bin ich wieder gerannt, hast du gemerkt? Hier ist doch eigentlich, das Gebiet sagt doch schon, geh hier nicht unbedingt weiter, wenn du nicht sicher bist. Und wir turnen hier rum. Da ist eine Schnecke. Da hinten ist irgendwie was Schnelleres, möglicherweise. Da oben sehe ich einen, Leute. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich sehe gerade da hinten einen kleinen Kampf. Spinne gegen Moshops, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, komme ich da vorbei. Genau hier an der Stelle jetzt. Nein. Nein, sie hat uns aggressiv gemacht. So. Und da hinten habe ich ein Parax gesehen irgendwo gerade. Hoffe ich. Ich muss nur gucken, da ist noch eine Spinne. Es ist kein Para. Ich habe mich verguckt. Ist das da hinten ein Para? Der da rennt und kämpft? Ist da was los? Aber der hat gewonnen gegen die Spinne hier, der Kollege. Ich habe nur keinen Sattel. Oh scheiße, ich flieg... Ah ne, hast du gesehen, wie das kurz aufgehört hat zu laden? Ich dachte, ich bin rausgeflogen. Es war der Bildschirm kurz angefroren. Das meine ich. Das habe ich erst, seit ich jetzt hier zock. Oh je, da hat es zwei Kanus. Ich bin weg. Ich bin weg in den Ruinen. Nee, ist nix. Renn nicht zu viel. Du hast schon wieder kein Wasser mehr gleich, Alter. Ey, ist die Hammer, die Stadt. Hm? Leute, die Stadt ist der Hammer. Und je ruinischer die wird, desto besser gefällt sie mir gerade. Hier ist, glaube ich, nicht die beste Gegend, um Spaß zu haben. Als kleiner Alderle. Aber bis jetzt sind wir eigentlich auch ganz gut entkommen. Ah, nee, komm, das wird ja nichts, was ich hier mache. Ich laufe zurück, Leute. Ich merke schon, dass es hier halt einfach...
Das ist schon gut aufgebaut. Wenn das so, je zentraler man ist gerade, desto sicherer, ne? Hier fehlen uns halt noch ein paar Level für sowas. Die hätten auch ein gutes Level gehabt, jetzt hast du gesehen. Boah, wie es da knallt. Man merkt schon richtig, was sie hier rüberbringen wollen für ein Gefühl. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Nur nicht davon, wie ich mich anstelle, irgendeinen Para mal einfach zu schnappen, ne? Kennt ihr nix. Einfach rumgeeiert hier, wie so alte Guig. Boah, sind wir weit reingelaufen. Im Moment merke ich es gerade erst. Kann das sein, dass es langsam dunkel wird? Entweder ist es hier gerade, weil wir in einem schattigen Gebiet sind, oder, Leute, es wird dunkel. Ich will einfach nur ein Para finden. Wir müssen auch schon wieder nach Wasser gucken, ne? Boah, hier merkst du richtig eine Endzeitstimmung gerade. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Hier, Leute, will ich überall hoch. Wie das scheppert und knallt. Wer bist denn du? Etwas, das es nicht geschafft hat. Und sein Name war erst da. Meine Lieben, wird das noch was werden? Gegen was kämpft denn der jetzt hier zum Beispiel? Guck mal. Ein Fleischfresser, weil der angegriffen hat, denke ich mal. Und auf einmal ist es wieder hell. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch kleine Bugs drin sind, Leute. Wir brauchen Wasser, ne? Ich muss mich jetzt echt auf den Heimweg machen. Tja, wieder eine Runde ohne. Also wenn der Achter nochmal da vorne rumlaufen würde, würde ich ihn jetzt echt nehmen. Wahnsinn, wie es da bollert. Geile Stimmung. Gott, ich mag das. So. Wir haben jetzt schon viel von der Stadt gesehen, oder? Ja, wir haben schon einiges aufgedeckt. Es gibt aber noch einen Bereich, den ich noch nicht gesehen habe. Ich sag mal, irgendwie habe ich das Gefühl, das war ein Kombigeräusch. Jo, du hast schon wieder Wasserprobleme. Gib's doch gleich zu. Hier sehe ich jetzt momentan nichts. Hier sind halt Kämpfe ohne Ende. Schöne Geschichte, Leute. Jetzt schauen wir halt mal, dass wir irgendwie an unser Reittier kommen. Da ist ein Kanu. Ja, er braucht schon wieder Wasser, der Gute. Guck mal, ich guck mal, dass ich dich an dem Kanu vorbei lots Richtung Wasser. Da hinten ist schon unsere Brücke, Diggerle. Dodo. Hier, Mr. Faultier. Mr. Faultier, dream in a dream. Wir brauchen Wasser, sonst war's das mit uns. Kanu? Ich die nenne ich die immer Iguanodon, nicht ich die. Jo, wir sind schon wieder am Ende unserer Kräfte, Leute. So eine typische so ein typischer Moment hier. Wir auf dem Weg zum Brunnen. Wenn ich überhaupt richtig laufe. Wahnsinn, oder? Wie oft du hier trinken musst. Das ist übrigens nicht die Stelle, wo du denkst, dass du bist, Alter. Ich will es dir nur mal sagen. Wie sich halt gerade mal noch was angehört hat. Wow, Leute, wie das hier knallt. Oder? Haben wir noch Zeit? Nehmen wir uns noch 5 Minuten. Seid ihr noch dabei, Leute? Na, du wieder. Mit deinem Kumpel gleich, ne? Klar. Wo ist der? Hast nur 2 gepult. Hast Glück gehabt. Ein dritter wäre mal tot gewesen. Wahnsinnsgeschichte hier. Wahnsinnsgeschichte. So, ich überprüfe mal kurz unser Inventar. Das war klar. Aber du hast Glück, du kannst es reparieren, dann können wir es auch anziehen. Es ist einfach ein Unding. So, ich laufe nochmal. Dann nehmen wir halt den 4er Parasaurier, Leute. Ich brauche jetzt irgendwas, auf das ich draufhocken kann, zumindest mal. Also nicht irgendwas, sondern einen Parasaurier so oben. Das könnten wir uns ja hier so einschnappen. Wäre aber mit Sicherheit auch schon das Gescheiteste gewesen. Die sind ziemlich groß auch. Weiß nicht, warum ich mich auf die so versteif gerade. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Ist ja immer so eine Geschichte. Das, was man will, kriegt man nicht. Wir werden wunderschöne noch finden, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Wartet mal ab. Boah, ist das geil.
Tja, Alter, wohin? Den Weg kennst du, den hast du schon tausendmal gelaufen. Hinten waren keine, vorne waren keine, nur hier mittig sind ab und zu ein paar aufgetaucht. Dann musst du jetzt den Vierer schnappen. Mit deinen Bolas, wenn du welche hast. Zwei Stück ist nicht viel. Ey, da oben müssen wir ja auch noch gucken, Leute. Riesen City. Du hast vergessen, das eine Wasser zu füllen. Ich will es dir nur sagen. Alter Schwede. Aber okay, das sind unsere Anfänge, Leute. Das sind halt einfach unsere Anfänge. Wir werden dafür umso schöner ein Plätzchen finden, wo wir uns dann aufhalten werden. Sollen wir uns einen Hirsch holen? Aber den kann ich ja nicht reiten, ne? War ein Hirsch, musste ich einen Sattel haben, ne? Wolf hätte man keinen gebraucht. Du hast Glück. Du hast Glück, mein Freund. Du hast so ein Glück. Hier war der doch vorhin. Jetzt ist der auch weg. Weil wahrscheinlich haben sie den auch getötet. Nur die Starken überleben. Boah. Leute, kein Para mehr jetzt, oder? Jetzt muss ich auf den Trike umsteigen, denke ich mal. Na ja, guck mal. Als ob diese Map keine Parasaurier hätte mehr. Jetzt ist vorbei, das war's. Da vorne ist der Kano, der will da den Rest noch vollster aus. Tja, schade. Schade, Marmelade. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen sprachlos, ne? Ich dachte, dass ich jetzt. Aber das war klar. Jetzt vielleicht die Kleine hole ich mal jetzt und dann hast du ihn stehen lassen. Und das war's dann. Aus die Mutti. Tja. Ja. Nee, die kann ich auch leider nicht. Dafür hat es jetzt hier mehr von diesen. Ja, da ist er, Leute, der Fünfer oder Vierer. Unser erster Parasaurier wird das jetzt sein. Bin so tierisch stolz. Huch. Der Achter ist es. Siehst du, da habe ich schon mal den Achter jetzt. Bin ich aber froh drum. So, mein Freund. Ich habe gehört, es geht ziemlich schnell mit dem Ding. Alter, sieht das wüst aus, Leute. Das ist doch wüst, oder? Ich habe halt keinen Bock, noch ein Level zu verlieren. Er ist bewusstlos. Haben wir super gemacht. Eine ganze Folge gesucht, gekämpft, uns abgeschunden. Aber da liegt er. Und er gehört uns. Er wird uns gehören, Leute. Es sei denn, es kommt eine Ameise und beißt ihn, dann ist er nämlich wahrscheinlich tot. Der müsste ja recht schnell durchgezähmt sein, ne? Wo waren nochmal die Anzeige? Hä? Gerade eben habe ich sie noch. Da ist sie. Muss. Ach nee, komm, Bille, komm. Den musst du anders machen, der lebt sonst ewig. Da ist was los, oder? So. Weißt du, was wir jetzt machen, wenn der gezähmt ist? Jetzt ist er gezähmt. Ich nehme ihn an, wir besatteln den und dann hauen wir ab mit unserem Level 11er Parasaurier. Immerhin 280 Leben mehr wie der Alterle. Sattel drauf, beziehungsweise was wir aufmachen, wir erstmal so, so und so. Flup, flup. Leute, wir haben endlich einen Parasaurier gezähmt. Das haut mich um. Wir gehen jetzt erstmal hier weg. Wir gehen jetzt erstmal hier weg. Nach oben. Bim. Ey, alles klar, es hat geklappt. Meine Lieben, schön, dass ihr reingeschaut habt. Wir machen morgen natürlich weiter. Wir machen eine Erkundungstour morgen oben entlang. Wir werden hinten haben wir noch eine Stelle von der Stadt, die wir noch nicht gesehen haben. Ich nehme an, dass der Parasaurier so lange heben wird, bis wir einen größeren finden. Den zählen wir natürlich entsprechend nach. So. Jo, Alterle, du bist halt ein Kleiner, aber das macht uns nichts. Du kannst nämlich ein bisschen was tragen auf jeden Fall. 480, das ist sehr gut. Meine Lieben, schöne Geschichte bis jetzt. Es geht gemütlich an, es geht gemütlich los und es wird gemütlich weitergehen. Wir suchen uns einen Platz für die Base, das ist das Nächste. Und wir sollten dann irgendwann auch mal langsam gucken, wenn ich noch ein bisschen gebaut habe und Zeugs verwertet habe, dass wir mal in die Levelbereiche kommen, wo wir uns tatsächlich mit Stein was basteln können. Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Runde. Arc Extinction, regulär auf jeden Fall am Dienstag um 17 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich am Montag eine Zusatzfolge pack. Wenn, dann steht es im Uploadplan. Bis spätestens Dienstag, meine Lieben.